Hallo, jetzt ist es soweit. Ein Überraschungspaket. So viel Sachen bestellt zum Ausprobieren und Testen. Und jetzt kommt das Paket und ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Aber da können wir ja mal gemeinsam reinschauen, wegen der gemeinsamen Überraschung. Also. Schauen wir doch mal, was wir heute bekommen haben. DHL war so freundlich und hat das Paket sogar bis nach oben getragen, wobei sie es sonst immer gerne ins Treppenhaus stellen. Also die Jungs geloben wohl Besserung nach den negativen Fernsehberichten, dass da manche eben nur klingeln und ins Treppenhaus stellen. Das sieht schon etwas seltsam aus, alles blau. Vielleicht ein Vatertagsgeschenk in Blau. Das sieht aus, ich würde drauf tippen, ein neues Bettteil, eine Bettunterlage für den Campingwohnwagen. Ich werde mal schauen, ob das auch wirklich so ist. Ich bin ja gespannt, ob morgen das nächste Paket kommt, was da dann wieder drin ist. Also eine Überraschung jagt die nächste, habe ich so den Eindruck. Das könnte auch eine Kornmühle sein, die so gut verpackt wurde, dass da nichts dran passiert, kein Bruch und so. Donnerwetter. Also ich bin jetzt richtig gespannt, wie ein Flitzebogen. Das nimmt kein Ende. Also mit dem blauen Tuch denkt man ja, das ist eine Pampers-Windel, ne? Aber das ist eine Bettauflage aus Hartschaumstoff für den Campingwohnwagen, damit man bequem in Urlaub kommt. Jetzt komme ich schon aber ins Grübeln. Im Wohnwagen können ja bis zu 2 oder 3 Personen liegen. Aber das Ding hat ja, glaube ich, irgendwie 1,40 oder 1,60 mal 2 Meter. Ja. Ich denke mal, da ist gut drauf schlafen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann stimmt so. Wenn es nicht so gut war, dürft ihr auch so stimmen. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Video. Ich erwarte noch einige Pakete oder Päckchen. Und dann gibt es vielleicht wieder eine neue Überraschung. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.